Für mich ist jetzt die 16. Wurstmark im Dienst der Mercure Hotel. Aber ich komme an der Wurstmarkt seit 1978. Es ist ein Muss. Es ist so wie Weihnachten. Wir haben die Schubkirschen. Die Schubkirschen ist der Herz. Das war seit eh und je. Man ist auf einer Bank 100 Leute. Das ist ganz toll. Der Stellenwert des Wurstmarkts für die Region ist ungeheuer groß. Es ist eines der ältesten Volksfeste in Deutschland überhaupt. Es ist das größte Weinfest der Welt. Und das Schöne ist, hier treffen sich nicht nur die Pfälzer in Form von Winzerkollegen oder Schulkameraden über Generationen. Hier kommt die ganze Welt zusammen. Wir haben viele Gäste aus Übersee. Und es macht einfach Spaß, hier Gastgeber zu sein. Seit vielen, vielen Jahren kennen wir fast alle Winzer persönlich gut und wir schenken viele, viele Weine der Winzer hier im Hotel aus, wechselnd auch immer wieder. Bei uns in Bad Dürkheim und hier in der gesamten Weinstraße gibt es zwei Jahreszeiten. Das ist die Jahreszeit vor dem Wurstmarkt und die Jahreszeit nach dem Wurstmarkt. Und für unser Hotel ist es halt jedes Jahr absolute Hochsaison. Sie sehen es dort, mitten eigentlich im Dürkheimer Wurstmarkt. Die Nächte sind da relativ kurz, aber ich habe sehr viele Gäste, die wünschen sich direkt ein Zimmer direkt zum Wurstmarkt, weil sie mit diesen Marktgeräuschen, mit diesen Fahrgeschäftgeräuschen dann so ab 4 Uhr, 5 Uhr nachts langsam einschlafen können.